So, was ist denn jetzt hier? Was geht denn jetzt hier ab? Leben. Brauchen wir sogar ein bisschen, okay. Machen wir mal auf. Du stehst auf Kämpfe? Dann kämpfe doch mal gegen einen echten Kampfbot! Nö. Okay, er kann nicht werfen und springen gleichzeitig. Doch. Aua. Sehr gut. Mann, lauf doch nicht weg, Junge. Wir warten ab. Nee. Was? Alter, bist du bekloppt oder was? Kannst doch nicht zwei Kampfbots hier. Warum? Weil ich intelligent bin? Warum muss die Intelligenz nur immer sterben? Wow, wir haben nur noch ein Leben. Was war das denn für eine Lache? Ja, so lache ich auch immer. So lache ich auch immer den Hardcore-Death-Metal-Clubs. Wenn dann irgendjemand einen Witz macht, höre ich immer. Das kommt gut an. Dann bin ich der King. So, ich nehme das mit, weil aus allgemeinen Krachbumm-Gründen. Krachbumm! Haben wir uns selbst verletzt oder warum haben wir nochmal wieder Leben gebraucht? Naja, egal. Gut, ich nehme jetzt trotzdem eine mit. Wer weiß, wann wir es gebrauchen. Ja, da vorne. So, werf. Jetzt holen wir uns natürlich nochmal eine, weil zur Sicherheit hat man immer eine dabei. Das geht gar nicht anders. Wir können hier gegen, weiß ich nicht, was werfen. Wer bist denn du? Hey, bleib hier. Warte. Oh Mann, Alter, was ich hier schon wieder alles sehe, ne? Vielleicht kann dieser Magnet weiterhelfen. Magnet? Was für ein Magnet? Ah, I see what you mean. Echt? Oh, ja, nee, dann lass ich's. Wir wollen ja nicht, dass... Nee, das wäre ungerecht. So, hier brauchen wir einen Hüpfer. Haben wir denn schon irgendwo einen Bot oder müssen wir uns den erstmal von da hinten irgendwo holen? So, erstmal hier rauf, hier rüber. Ja, nö, ist scheiße gelaufen. Die Geräusche sind traumhaft. Wir machen trotzdem weiter Zeug kaputt. Ich hab mich entschuldigt, aber irgendwie... Victor? Victor! Ich hoffe, Victor sieht mich nicht so. Hey, da haben wir wieder so einen Kram. Dessen Namen ich vergessen habe und ja. Braucht man sich ja auch nicht merken, ne? Geht ja auch ohne merken. So, wir wollen aber da oben rauf. Dafür müssen wir... Hey, das Band läuft hier gar nicht. Warum läuft das Band nicht? Wie improduktiv. Nein. Komm. Du wirst, keine Ahnung, was werden. So, das ist meiner. Sehr schön, dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit nach Hause. Weißt du noch nicht, wo ich mit dir hin soll? Weil du nur einer bist und ich drei brauche, aber vielleicht langt ja auch einer, wenn ich... Nee. Ja, dann lasse ich's. Ich hab's ja... Nee, ich hab's ja schon gelassen. Mann. Oh, ist der Mecker potzig hier. Wähle Vorsitzenden Drag an.
Dies ist der Anrufbeantworter des Vorsitzenden Alonso Drake. Ich bin gerade beschäftigt. In einem Meeting oder so. Vermutlich sichere ich gerade die Zukunft für unseresgleichen. Sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Aber nichts Negatives. Der Nächste mit schlechten Nachrichten wandert schnurstracks in die Lavagrube. Na, ah, bloß keine Kritik ausüben, alles klar. Hey, Mister, ich meine Vorsitzender Drake, hier ist Seth. Ich wollte, einfach mal anrufen. Alles im Lot. Ich hocke hier auch nicht gerade in einer Kiste oder so. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass es absolut keinen Grund zur Sorge gibt. Die Sicherheitssysteme sind, sicher. Also, tschüss. Ja, das... Was? Ach so. Das willst du von mir? Ich denke gerade, was will der denn jetzt hier mit meinem Dreieck? Okay, die Sicherheitssysteme sind sicher, sagt er. Gut, dann kann ja nichts Schlimmes passieren, wenn wir das jetzt hier machen. Ja, das sollst du vielleicht nicht machen. Hey, lass mich runter! Ich warne dich, Kampfbot! Du und dieses Terminal seid Eigentum von Drake Industries! Wage ja nicht, den Befehl auszuführen. Du hast es getan. Denk erst gar nicht daran, das Sicherheitssymbol anzuklicken und unsere Systeme zu umgehen. Du hast es wieder getan. Das glaube ich einfach nicht. Bitte kommen, Team. Ich habe das Sicherheitsfeld der Anlage deaktiviert. Gut gemacht, Kumpel. Wir sehen uns auf dem Fabrikrollfeld. Yeah. Gut gemacht. Sehr schön. Das war toll, Clank. Ja, Moment. Worüber reden wir? Ich war kurz abwesend. Also los, ja, rüber, dass du ein Arsch bist. Sollen wir jetzt wirklich in die Fabrik gehen? Na gut. Gehen wir in die Fabrik und suchen nach. So, da war wieder eine Filmszene, die könntet ihr wohl wieder nicht sehen. Die haben Mr. Zukon hier, cool. Ich hätte auch gerne Mr. Zukon. Los, Mr. Zukon, mach deinesgleichen fertig. So, machen wir das halt ein bisschen schneller. Haben wir die Zukunft erstmal erledigt, ja. Haben wir es aber auch kalt erwischt, muss ich sagen. Eiskalt. Oh, hier kriegen wir Leben. Leben ist immer gut. Okay. Das Innere. Oh, die Kampfbot-Fabrik. Oh. War jetzt auch keine spannende Filmszene. Wir sind nur reingekommen und hatten ganz viele Monster auf dem Radar. Ich empfinde viele widersprüchliche Gefühle. Liebe. Mr. Zukon ist gelangweilt. Ja, Mr. Zukon, ich weiß. Können wir hier noch was machen? Kann meine Hüften auch kreisen lassen, aber ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Das ist einer unserer Verkaufsschlager. Echt, tut mir leid. Dann lass ich die Finger davon. Ich kaufe nämlich im Allgemeinen keine Schlager, weißt du, deswegen. Wir müssen Drake finden, bevor wir uns hier wegteleportieren. Ah, das ist ein Teleporter. Alles klar. Gut. Jetzt kommt wohl so ein bisschen Jump-and-Run-Action hier. Hey, eine Karte. Aua. Hinter diesem Kraftfeld ist eine Tankstelle. Du musst zur Tankstelle. Ich gebe dir Deckung. Ah, okay, ich verstehe, was du mir sagen willst. Die Scheiße. Sowas bin ich ja eigentlich ganz schlecht, ne? Egal, wir sind durch. Jag mal wieder alles in die Luft, ne? Wen soll ich flanken? Das ist ein Gefechtsturm. Ich weiß nicht, welchen Gefechtsturm du meintest, aber... Ach, da vorne ist ein Gefechtsturm! Ja, ich habe ihn flankiert für dich, bitte. Können wir hier noch zerstören? Müssen wir hier irgendwas zerstören? Die Dinger können wir nicht schießen. Ja, ich glaube, hier ist nichts. Aber hier haben wir was zum Rüber. Achso, nee, das ist nur zum Zurückgehen, okay. Können wir das zerschießen? Ja, ich weiß. Das können wir zerschießen. Sehr schön. Sehr schön. Wo kommen wir denn da hin?
Weil das ist. Ach, eine Karte haben wir da. Cool. Sehr schön. Karte. Neue Karte. Natürlich anschauen. Rida 5. Rida 5 Karte erhalten. Haben wir schon alle? Nee. Ah. Die anderen Karten finden wir denn wo? Ich habe bis jetzt ja noch keine einzige der blöden Rida-Karten gefunden. Mr. Zorkon ernährt sich von Angst. Schön. Nimm dich hier in Acht. Ja, ich schaue schon. Ich weiß zwar nicht, was eine Acht damit zu tun hat, aber wir schaffen's. Au. Ich dachte, wir schaffen's. Wieder eine Karte. Neue Karte. Wir schauen uns immer gleich die Karten an, ne? Weil. Wer ist das? Wen haben wir da bekommen? Wir haben auf jeden Fall schon fast alle Karten hier zusammen, ne? Die hier hätte ich gerne. Weiß nicht warum. Crack in Time. Also, Tools. Das ist ein Tool? Timio Tool oder was? Hier müssen wir mal unbedingt tauschen. Die Rausschmeißerwaffe. Warum haben wir das noch nicht getan? Schauen wir nochmal einen Mr. Zukon. Nicht schlecht, Ratchet. Ich weiß, danke. Oh, sind meine Zukunft nicht toll? Keine Sorge, es warten noch viele andere Überraschungen. Gleich geht's weiter. Oh, guck mal, wie er sich freut. Er ist doch wenigstens ein glücklicher Mitarbeiter, wa? Au. Okay, wo ich hier den Damage bekomme, ist echt hier, ne? Was denn? Achso, da drüben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Kaputt machen. Kaburtnik. So, da müssen wir wohl hoch. Ich hätte gerne mal ein bisschen Leben. So, wir schießen ein paar Granaten rein. Das ist schon beinahe eine Cheating-Waffe hier, ne? Ja, ich weiß, Mr. Zukon. Todeshandschuh! Ah, Kampfbots kommen jetzt auch noch. Dann werfen wir noch ein paar. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sie hat das so einfach, ne? Die fliegt hier einfach durch die Gegend und ich Vollhorst muss hier die ganzen Jump-and-Run-Action machen, oder was? Ja, ich versuch's. Och du Scheiße, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Wie war das? Ring aktivieren. Wollen wir mal kurz gucken. Warte, nee, warte. Ich muss mich erstmal jetzt wieder reinfuchsen. Okay. Ach Mist, Alter. Oh Mann, erstmal wieder schauen. Scheiße. Oh. Okay, das ist auch so ein Zweier. Also muss der Zweier rein theoretisch nach da an. Und der hier. Ach, sehr schön. Ah, Mann, ist auch schwierig.
Also für mich zumindest. Wenn er nicht mehr lange da war. Das Düsenpack ist aufgetankt. Gut, lass uns die obere Ebene sichern, damit wir ins Büro können. Okay. L1. Wie ihr sehen könnt, ist unser Kampfbot-Vorrat riesig. Ein perfekter Zeitpunkt, neue Märkte in der ganzen Galaxie zu erschließen. Ja, kann sein. Ja, da kommen garantiert gleich ein paar Mr. Zukons, dann kannst du wieder deine eigene. Hier, verbliebene Kampfbots 3. Wir sollen noch 3 Kampfbots erledigen. Wo sind die denn? Na, erstmal. Hey, wir haben, glaube ich, einen gefunden. Ah, da oben. Sehr schön, danke Mr. Zukon. Das macht er gut. Ich brauche dringend Nanotech. Ja, langsam brauchen wir Nanotech. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Mein Freund. Langsam haben wir Schmerzen. Oh, Nanotech, geil. Ganz wichtig. Ah, endlich wieder volles Leben, also fast voll. Da hinten ist auch noch ein bisschen was, aber... Lassen wir erstmal Mr. Zukon ein bisschen Spaß haben. Nur noch einer. Schön. Der regelt das hier, der Mr. Zukon. Der macht das hier ganz allein. Finde ich gut, den Mr. Zukon bin ich ein Fan von. Irgendjemand kriegt hier noch aufs Maul. Naja, die klärt das schon, wa? Unsere eine Begleitertante kann ja auch mal ein bisschen was tun. Munition aufgeladen. Sehr gut. Ein Kampfobotzo. Rock. Wo ist denn der? Warum macht er so komische Geräusche? Guck mal, Mr. Zukon, ich kann fliegen. Guck mal, Mr. Zukon, da kannst kämpfen. Sehr schön. Na denn, kriegen wir doch hin, oder? Lass uns diese Kampfbots erledigen und danach deaktivieren wir diese Laser. Ja, lass uns erstmal die Kampfbots erledigen, ja? Captain, bist du da? Ratchet und ich stehen unter Beschuss und wir brauchen Hilfe. Ende. Naja, Hilfe brauchen wir nicht wirklich. Alter, dieser Typ, ne? Stufenaufstieg! Magmabrenner, schön! Bringt das was? Nicht viel. Super. Tja, wir sind wohl auf uns eingestellt. Ja. Der Typ ist. So eine große Hilfe, der Typ. Weiß ich, wo hier der Wachraum ist? Ich vermute mal da hinten. Ich lad mal hier kurz auf. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Mr. Zukon ist gelangweilt. Sie vernichten. Da ist das Sicherheitsterminal. Du musst es deaktivieren. Lalalala. Sehr schön. Oh hier, da können wir jetzt erstmal unseren Brenner noch weiter aufrüsten. Das machen wir auch schnell mal, Munition. So, den Brenner. Magma-Brenner. So, da haben wir nämlich noch ein bisschen was über. Ganz bisschen, aber wir haben da noch was. Das nehmen wir mit. Ach, Quatsch. Nee, besser geht's auch nicht. Voll aufgerüstet, geil.